Heute probieren wir mal Slick Sand aus. Der war, glaube ich, in der Junior Nerdblock drin. Und habe jetzt mal kurz im Internet nachgeschaut. Das ist im Grunde genommen das gleiche wie Aquasand. Aber nur, dass man das ins Wasser tut und es wird dann ein bisschen schleimiger. Ja, das lila. Ist nicht schleimig. Das ist genau wie Aquasand. Orange und grün. Der ist nur feiner wie der Aquasand. Wir haben Aquasand ja auch noch hier. Der haben ist, wir echt? Der ist auf jeden Fall gröber von der Körnung her. Na, das sieht er jetzt nicht. So genau, da schwimmt sogar noch Wasser drin seit Monaten. Es verdunstet nicht. Wasser kann es nicht. Ja, jetzt probieren wir es einfach mal. Schütten wir mal was rein. Ja, diese Orangen schütten. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir was formen können. Ich glaube, das sind so kleine Würste. Und jetzt kommt Schaut er auch schon interessant aus? Lass mal kurz zeigen. Wir nehmen mal so die Schaufel, dann zeigen wir euch mal, wie es so unter Wasser aussieht. Unter Wasser sieht es so aus. Wenn man es hochtut, ist es so ein Sand. Sofort trocken, ja, wie Aquasand, kann man sagen. Der heißt jetzt halt Slick Sand. Das heißt Slick Sand, genau. Kann man da was formen? Probier mal. Ein Turm oder sowas? Nee, der ist süß. An die Wand hinklatschen können wir es auch. Ja, die Oberflächenspannung vom Wasser drückt es dann zusammen, weil das ist, der Sand ist, glaube ich, mit Silikon wird das gemacht, wasserabweisend. Warum ist es wohl noch so? Ich mache derweil mal den grünen auf. Und tu mal den grünen mit da reinschütten. Du musst mal ein bisschen trennen, du mal das auf die Seite schieben ein bisschen, dass man den Unterschied sieht, dass es nicht gleich durcheinander mischt. So, tu mal das mal in die Ecke rein. Du schwimmst immer wieder darüber. Ja. Ja, lass es. Okay. So. Der vermischt sich oben mit dem orangenen Sand ein bisschen. Du einfach alles so. Seht ihr, wie so kleine Schlangen. Und immer mehr und immer mehr und immer mehr kommt da rein. Immer mehr. Fast bis zur Wasseroberfläche. Ja, haben wir jetzt sogar. Bis ganz oben hin haben wir jetzt. Ups, jetzt ist es runtergefallen. Und Millet macht jetzt noch den lilanen rein. Ich liebe lila, als darf ich. Dann schauen wir mal, was passiert. Opa. Zusammen matschen können wir es dann immer noch. Wow. Bis zum Turm. Und umfallen ist er, habt ihr gesehen? Ich zeige es euch jetzt mal nochmal von allen Seiten. Jetzt mische ich mal um. Kann man doch machen. Was da für coole Figuren entstehen. Ja, irgendwie. Durchmischelnd. Schaut von oben aus. Oben sieht man nicht so viel, weil der Sand ein bisschen drauf schwimmt. So, und jetzt darfst du zermatschen. Auf das warte ich ja schon, gell? Oh mein Gott! Was ist das bitte für eine Farbe? Ah, wie das quietscht. Coole Farbe, ne? Orange überwiegt, finde ich, in der gemischten Farbe. So, ja, zuerst drin. Ah, das Quietschen, das mag ich gar nicht. Im Wasser hält es zusammen, ja. Und sobald man es rausholt, ist es wieder trockener Sand. Na, nicht so richtig, aber ui! Okay, mal her, ich habe jetzt eine Suppe gehört. Matsch mal, komm.
Okay. Und Sauerei. Also, es ist nicht ganz so wasserabweisend wie der Aquasand. Der Aquasand ist, sobald man es aus dem Wasser holt, sofort wieder trocken. Und der ist so ein bisschen matschig. Aber es wird schon. Das Wasser perlt ab und dann wird er wieder trocken. Ui, Panzen machen. Bäh. Bäh. Also der ist jetzt sehr bunt geworden. Sehr. Und geht nicht mehr weg von den Händen. Alles voller Schleim. Slick. Slick Sand. Komm, was wir angestellt haben. Ja, toll. Nicht ganz so verteilen, bitte. Ah. So. Also wir müssen jetzt dann auf jeden Fall Hände waschen gehen und Tisch waschen und so weiter. Zum Vergleich. Das jetzt wird ein bisschen schwierig, aber jetzt versenken wir mal den Sand, der da oben treibt. Und dann geben wir mal ein bisschen Aquasand dazu. So, reicht schon mal. So, seht ihr, das ist jetzt ein richtiger Batzen da drin. Und wenn ich es raushol, ist er absolut trocken, der Sand. Und da bleibt, wenn man ein bisschen dann schüttelt, nichts davon kleben an der Hand. Also der ist auf jeden Fall besser wasserabweisend wie der Slick Sand. Oh nein. Oh. Der ist nicht so schön. Also so schaut es aus. Slick Sand, wenn man ein bisschen mehr matschen will, ist der vielleicht ganz cool. Aber gibt halt auch eine riesen Sauerei hin. Wer? Halt auch mal. Und dabei kann man jetzt auch tausendmal ins Wasser lang. Oh, guck mal, es geht weg. Ja, ja, klar, das geht dann. Mit Wasser geht es dann schon weg. Ich tue es meine Hände abwaschen. Aber, na klar, es ist dreckiges Wasser. Naja, ich zeig's euch nochmal aus der Nähe. Jetzt seht ihr, der Slick Sand, der färbt auch ab. Beim Aquasand wäre das Wasser oben jetzt völlig klar. Da schwimmt es ja oben auch immer ein bisschen, aber sobald der dann untergeht, ist er dann am Boden. Oh, meiner geht weg. Und der Slick Sand, der färbt ein bisschen ab. Der gefällt mir nicht so wie Aquasand. Oh, was hat sich angestellt? Das haben sie nicht so gut hinbekommen.